Tschernobyl, willkommen zu einem neuen Dokkan Battle Info Video. Und heute befinden wir uns mal wieder auf der japanischen Version, beziehungsweise im Newsbereich der japanischen Version. Und es gibt hier zwei, drei kleine nette Neuerungen, die ich euch gerne mitteilen wollen würde. Unter anderem ein neuer LR, der uns erwartet. Eine Celebration, die für Japan jetzt so zugeschnitten ist, also Global hat ja dann eine andere. Und ein paar neue Missionen, also ist nur eine Handvoll Dinge, die ich euch mal gerne mitteilen würde. Einfach, weil ich gerne über den LR reden möchte. Das ist eigentlich so der Hauptgrund für dieses Video, den Rest habe ich halt noch rausgesucht, weil es halt dazugehört. Und zwar angefangen, wie gesagt, mit dem neuen Super STR Summonable LR. Ja, tatsächlich, Summonable. Ich dachte erstmal, so wie der aussieht, er wäre Free-to-Play, weil das ist halt echt hart lächerlich. Ich möchte ihn nicht vorab verurteilen. Gehen wir erstmal drauf ein, was er denn so kann. Es ist ein neuer LR, den wir bald jetzt in der Celebration bekommen werden, sprich in einem Banner dort. Und der LR ist eine Future Trunks-May-Karte. Ja, wieder eine Double-Karte, zwei Karten, sprich, meine ich, mit einem neuen Future Trunks und einer May drauf. Ja, und das Ganze halt super STR-LR. Der Dia-Skill ist Time Travelers Kategorie Key plus 4, HP Tech und Defense 130%. Oder halt auch alternativ Super STR Key plus 4, HP Tech Defense plus 100%. Am Dia-Skill habe ich auf jeden Fall nichts auszusetzen, das ist. Macht Sinn und ist auch an sich eigentlich ganz cool. 100% da, 4 Key da, dies, das, das. Ist ganz nett. Ja, die normale Ulti macht kolossalen Damage und hat eine Medium Chance zu Stun. Die Ultra Super Attack macht mega kolossalen Damage und hat eine High Chance zu Stun, was sehr, sehr gut ist. Gefällt mir auch. Nett. Und die Passive. Attack plus 70% at Start of Turn. Plus Attack und Defense plus 10% für jede Time Travelers Kategorie im Team. Sprich, naja, wenn ihr halt ein Team damit baut mit dem Leader, kriegt ihr halt nochmal Prozente dazu. Auch nochmal bis zu 70% maximal. Erhöhbar, sprich insgesamt habt ihr einen Attack Boost von 140% möglich und einen Defense Boost von 70%. Und, das war gerade ein Ruck in der Mikro, das tut mir leid. Wenn der Gegner von der Future Saga Kategorie ist, kriegt man plus 6 Key und eine hohe Chance, den Attacken des Gegners auszuweichen. Gut, wie das Ganze natürlich gedacht ist, ist ja natürlich immer ein bisschen Konzept dahinter. Es sind Trunks und May, sprich, je mehr Time Travelers und Team sind, also je mehr an jeder Seite kämpfen, desto mehr können sie raushauen und wenn der Gegner aus der Future Saga kommt, so Black-mäßig halt, ja, nochmal Key plus 6 und halt eine hohe Chance auszuweichen, so, also, ja, dann die Seele leicht angelehnt, ich weiß nicht, warum ich euch das jetzt auch erklärt, das ist eigentlich echt klar. Das Link-Set, sie haben Brainiacs, sie haben Brainiacs Cold Judgment, beides bis jetzt nur Attack und Defense und Defense-Links, Courage, This My Future, Prepare for Battle, Fierce Battle und Legendary Power. Wenn ihr mich fragt, brauchbar davon ist vielleicht das May Future im Team, dank dem Leader-Skill halt so, also Time Travelers Kategorie könnten mehrere sein damit, ich habe mir jetzt gerade nicht nachgeguckt, wie viele genau. Und halt Prepare for Battle, weil, okay, sonst Fierce Battle ist auch noch gut, aber ansonsten ist das Ding technisch, ja, durchschnittlich bis okay. Die Kategorien, in denen er ist, ist einerseits natürlich Time Traveler, dann die Future Saga auch und die Combination Kategorie, sprich die Kategorie, wo halt zwei Karten auf der Karte mit drauf sind. Von Yamchu, die neu gekommen ist, ihr wisst schon, was ich meine. Und so viel erstmal zu der Karte an sich. Ich meine, das Prinzip komplett so vom Aufbau der Passive und dies, das ist ganz gut. Ich meine, so was hier an. Das ist okay. Kann man so machen. Ist nichts Atemberaubendes, aber ist nichts Schlechtes. Jedoch diese Tatsache, dass man von all den NRs, die man hätte mal wieder wählen können, Baseform Trunks, Baseform, und May nimmt. Das ist einfach mal der größte Bullshit, den ich mir vorstellen kann. Und falls irgendwie da jemand butthurt ist, so im Sinne von, sie hätten auch keine LR bringen können, sei doch mal ein bisschen dankbar. Ist mir doch scheißegal. Ich reg mich darüber auf, wenn die Karte einfach eine dumme Idee war. Ich meine, sie hätten genau diese Karte. Okay, nicht genau diese natürlich, aber sie hätten auch einfach anstelle dieser Karte hier für eine Future-Kategorie einen neuen Merch Zamasu bringen können. Was halt auch der Shit ist, den sich Leute hart wünschen. Einen LR Merch Zamasu. Ist ja nicht so, dass es schon seit LR Vegito gewünscht ist. Oder von den 4000 anderen Möglichkeiten, die wir noch von der Liste haben, einen LR Kid Buu. Oder einen LR Super Saiyan 3 Gotenks. Oder halt irgendwas, aber kein LR Trunks und May. Gott. Es ist einfach eine fürchterliche Idee einfach. Und auch das Art ist eigentlich, wenn ihr mich fragt, nicht allzu berauschend. Ich meine, Trunks Pose, ja, ist noch okay. Aber auch halt nur okay so. Also, es ist einfach keine schöne Karte, wenn ihr mich fragt. Es ist eine Karte, wo ich mir wirklich, es ist, glaube ich, so ein LR, wo ich mir wirklich denke, wow, den werde ich einfach nie handeln. Es ist einfach so langweilig, so Bojack-mäßig, dass ich ihn nie irgendwie an Erwägung ziehen würde, für ihn so
richtig deep zu gehen, außer sein Bannerwert halt irgendwie so 30 Stone Summons und ein SSR LR garantiert oder sowas. Also in einem Classic Standard Banner würde ich den halt nie handeln. Und naja, aber okay, ich will mich jetzt nicht das ganze Video darüber aufregen. Wie gesagt, ich habe jetzt eh schon so viele Leute schon wieder so butthurt gemacht, einfach nur weil ich den LR nicht gut finde. Aber ich glaube mal, ich stehe nicht unbedingt alleine mit der Meinung da, dass das ein ziemlich unnötiger Move von Bandai war. Weil ich den Dude halt auch keiner so in der Form groß gewünscht hat, jedenfalls nicht allzu viele. Was aber eine ganz schöne Sache ist, um das Ganze jetzt nicht zu sehr kaputt zu machen, die SA-Animationen von den beiden sind wirklich wundervoll geworden. Und zwar, ich muss mal gucken, dass hier nicht allzu laut ist. Die normale Super und die Ultra Super sieht einfach wirklich sehr, sehr schön aus. Und zwar folgendes, das ist sehr laut. So. Also ich meine, wir wissen ja, dass die Animationen seit neuestem einfach ultra krass aussehen. Dementsprechend ist das auch ganz cool, dass es einen neuen LR gibt, jetzt wo sie so hart an den Animationen arbeiten. Aber dann halt die Tatsache, dass der neue LR Trunks und Mei ist. Ist egal. Die Animation ist trotzdem fresh. Ich meine, guckt euch das an, das ist einfach wirklich geil. Einfach wirklich schön gemacht. Auch das Ende hier halt so. Es ist einfach alles gut durchdacht hier. Das heißt durchdacht, aber es ist einfach alles sehr schön gemacht. Das will ich damit sagen. Sprich, dieser LR ist zwar wirklich... Er geht mir ziemlich auf den Sack, aber... Die Umsetzung ist nett. Wie gesagt, es geht mir nur... Die Kartenidee, dass es die beiden sind, geht mir auf den Sack. Die Umsetzung, wie gesagt, gegen die Passive und die SA-Animation habe ich dann gar nichts. Das nochmal erwähnt an der Stelle. Aber... Worum es noch gehen sollte, ist natürlich, was noch sonst auf JP los ist. Und zwar erwartet euch als JP-Spieler, ich gehöre da ja nicht ganz so sehr zu, eine Christmas Celebration, passend halt zum Thema Trunks und Mei, so mit dem LR, dies, das, das, warum sie auch mal das gewählt haben. Wieso sage ich dies, das, das so oft eigentlich im Video heute? What the fuck, das ist nicht mal richtige Redensart oder sowas. Jedenfalls, das ist die Weihnachts Celebration. Dazu gehört einmal der Redstone kommt back, der Bluestone. Christmas Banner, achso, Bluestone diesmal für Demigod sogar. Der Christmas Banner halt, der wahrscheinlich den LR Trunks Mei hier drin haben wird. Neue Battlefield Season und Missionen. Und unter anderem, wie wir jetzt gesagt, Missionen, kriegt JP nun auch Rank Up Missions. Ja, was wir vor kurzem auf Global hatten, so in der Art Zucker, ihr erinnert euch, mit erreiche Level so und so viel und kriege so und so viel Stones dafür, was halt ganz, ganz nice war. Das erwartet JP jetzt auch in nächster Zeit, was natürlich nur fair ist, da muss man sich nicht drüber aufregen. Wir haben nochmal Missionen bekommen in dem Sinne, JP kriegt auch nochmal Stones geschenkt. Kann man nicht drüber meckern. Und zum jetzigen Zeitpunkt dürfte das auch alles Große gewesen sein, was JP in nächster Zeit erwartet. Wie gesagt, Kleinigkeiten jetzt mal außen vor gelassen, aber das ist so das Wichtigste. Und wie gesagt, es ist okay, nur dass halt, das hätte man anders machen können. Man hätte hier die Merch Zamasu bringen können, wenn man schon was aus der Future Saga hätte machen möchte, oder ich weiß nicht, vielleicht ein Super Saiyan Trunks wenigstens, weil so ist diese Karte, ich weiß nicht, sie löst einfach null Hype aus. Und dabei war das eigentlich mit einer meiner Lieblings-Arcs, aber gut, lasst mich doch gerne mal in den Kommentaren wissen, wie ihr zu dieser Karte steht, ob ihr euch denkt, ja man, endlich, der Baseform Trunks und die Mei sind da, dafür spare ich seit Monaten in Dokkan, oder ob ihr euch einfach denkt, wie ich, gut, hätte man auch durchaus sein lassen können, und mit durchaus meine ich, hätte man einfach sein lassen können. Lasst es euch gerne in den Kommentaren wissen. Und ansonsten würde ich sagen, war es das mit dem kleinen heutigen Dokkan Battle Info Video. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich natürlich trotzdem riesig freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Genauso auch ein Abo, falls ihr neu seid auf diesem Kanal, beziehungsweise die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder bei einem Stream oder Video. Bis dahin, haut rein. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Tschernobyl. Und ciao.